Die These des Buches ist ganz einfach, nämlich, dass Aggression ständig und spontan im Menschen erzeugt wird, in seinem Gehirn. Dass es ein Erbe ist und satirische Ahnung. Und dass diese Aggression immer mehr steigt, immer mehr, immer größer wird, wenn sie kein Ventil hat. Dass, wenn es einen Anlass gibt, sie sich ausdrückt. Wenn aber die Anlässe sehr schwach sind und sogar gar keine sind, dann explodiert zum Schluss diese akkumulierte Aggression. Der Mensch kann aber gar nicht anders, als zum Schluss nach einiger Zeit aggressive Akte zu begehen, weil die aggressive Energie sich in ihm so aufgehäuft hat.